Ja, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Hier ist wieder euer Lord Titan alias Sven Lang. Und ja, es geht natürlich nicht an alle raus, die hier das Video mitkriegen, dass ich diese auch anspreche oder meine mit meinen Aussagen. Aber eben gibt es viel Scheiße auf der Welt und viele Arschlöcher auf der Welt. Ja. Und die gibt es schon quer durch die Schule, quer durch die Gesellschaft, global gesehen. Und da ist vieles rechtes und asoziales Streben bei, was sich eben als Wurzel auch präsentiert, ja. Asoziales und rechtes Streben ist überhaupt die Ursache für irgendwelche Eskalationen, dass sich zum Beispiel Leute so zusammenraufen und andere mobben und diskriminieren, dass dieses dann zu einer Reaktionsschlussfolgerung, zu einem Amoklauf dieser Person führt. Zum Beispiel. Oder eben Kriege. Was wir haben zum Beispiel in den islamischen Ländern mit dem Kriegszustand, warum jetzt auch die Flüchtlingswelle so angelaufen ist, ist nun mal rechtes Fehlverhalten. Ja? Blinde Ideologie, die sich über und gegen andere stellt. Ja, ihr müsst endlich mal die Augen aufmachen und mitkriegen, was eigentlich abgeht und was passiert, ja. Wir haben rechtes und asoziales Fehlverhalten. Das stellt ein großes Problem dar. Und viele leben noch mit den Scheuklappen vor den Augen und mit Wattestäbchen in den Ohren. Ja, kriegen nichts mit und sagen auch nichts aus. Es wird in dieser rechten und asozialen Gesellschaftsschicht zu leicht gemacht, wegzugucken. Ja. Im Gegenteil noch, es wird sogar eben rechtes und asoziales teilweise gefördert, unterstützt und finanziert. Und die Menschen schweigen dazu. Ne? Ich kann nur klar sagen, es gibt Probleme. Probleme, die Menschen auch kaputt machen, die Menschen sogar das Leben nehmen. Ich bin eine betroffene Person, die durch rechtes und asoziales Fehlverhalten ziemlich kaputt und eingeschränkt ist. Also kaputt gemacht wurde, seitdem eingeschränkt bin, auch nicht mehr arbeitsfähig bin. Ich bin halt ziemlich kaputt und ja, habe nicht mehr die Power und Leistung, um irgendwas auf die Beine zu stellen, was in diese blinde Perfektionswelt passt. Ja, ich kann durchaus einiges. Ich habe auch ein gewisses Talent mit Technik und Computer und sowas und ja, habe mich da einigermaßen mit auseinandergesetzt und mir auch Sachen beigebracht, neu wie HTML schreiben oder sowas. Ich meine, dafür hatte ich keine Lehrer oder keine Leute, die mir irgendwas gezeigt haben. Die ganzen Technikkram mit Computer, den habe ich mir selbst beigebracht. Ja, ich hatte keine Schulungen in irgendwelchen Kursen für Computer. ja, Bedienung oder was weiß ich da, was ihr da macht, ja. Ich kann ziemlich gut schlussfolgern und ziemlich gut schnell Sachen im Kopf umsetzen. Ja, das konnte ich schon immer und ja, deshalb fällt mir auch eben Technik leicht, weil Technik einfach ist. Ja, Computer etc. Technik, Software, Hardware ist alles einfach. Der Mensch dagegen ist ziemlich kompliziert, ja. Und das fängt schon eben von klein auf an, von klein auf auch eben, dass es ja ein Fehlverhalten gibt, was eigentlich schon bekannt ist, weswegen wir auch gewisse Richtlinien und eben Gesetze haben in einer deutschen Demokratie, in einer sozialen Demokratie, eben auch Richtlinien, die aus den Sozialen greifen und Gesetze, die sich aus den Sozialen aufbauen, dass wir eben gewisse Unmenschlichkeit haben und diese nicht geduldet wird. Ja, dass das dagegen auch Gesetze gibt und Richtlinien. Aber wie gesagt, jetzt ist es so, dass eben die Massen weggucken, sogar wichtige Personen, auf die es halt ankommt, wie Eltern, Lehrern, Erziehungsberechtigte, schauen schon in der Erziehung weg und es wird keine soziale Bildung mehr vermittelt. Es wird nicht ein menschliches und soziales Miteinander gegeben, sondern blinder Perfektionsaufbau nach Arbeit, Machtstreben, Gier, Geld, Materialismus. Ja?
das Eigentliche, was gegeben sein sollte, was eben auch eine soziale Bildungspflicht ist, ist eben die sozialen und menschlichen Aspekte, die Umgangsweise, das Verhalten. Ja, und da ist eine riesige Bildungslücke, weil eben Eltern, Lehrer und Erziehungsberechtigte versagt haben. Ja, und ihr müsst nicht immer kommen damit, dass ich beleidige oder jeden beleidige. Ja, das ist Bullshit, sondern ich halte mich an Tatsachen und Fakten. Und die sind nun mal gegeben. In dieser Welt läuft einiges falsch. Die Menschen schließen davor die Augen und die Ohren und wollen nichts dazu aussagen. Somit ist dieser Nährboden bereit, sich zu erweitern und zu, ja, manifestieren. Und ihr bekämpft dann nur die Blätter. Ja? Wenn irgendwo ein Amoklauf stattfindet, dann bekämpft ihr die Blätter und sagt, oh, wie kann das sein? Und warum drehen dann da Leute durch? Oder bla bla bla. Oder überhaupt Gewalt und ja, aggressives Verhalten halt. Das tendiert ihr gleich immerhin als die Wurzel und ihr wollt das bekämpfen, aber bekämpft ihr nur die Blätter, weil wie gesagt, die Wurzel ist das asoziale und rechte Fehlverhalten und teilweise ist eben auch Aggression, Wut, Hass nur eine Reaktion auf aggressives, rechtes und asoziales Fehlverhalten, was sich gegen andere richtet. Ja. Aber diese Worte, die wollt ihr gar nicht sehen. Ihr wollt auch noch an der Wahrheit drehen und die Tatsachen nicht so nehmen, wie sie sind, ja, sondern die Tatsachen auch noch verdrehen oder beschönigen oder verherrlichen. Ja. An rechten und asozialen Fehlverhalten gibt es nichts Gutes. Es stellt sich gegen das soziale Miteinander, gegen das menschliche Miteinander. Das haben auch Menschen schon lange begriffen. Deshalb gibt es Richtlinien, deshalb gibt es Gesetze. Nur eben haben wir jetzt eine globale, ja, Verdummung, ja, in der Gesellschaft global gesehen, ja, wo es dann eben leider dazu führt, dass wir immer noch in unserer heutigen Zeit aus Mittelaltermotiven her Kriege führen, sei es Glaube, Macht, Geld, Gier, Land, ja. Wir sollten darüber schon hinaus sein und viel weiter sein. Aber das habe ich schon in anderen Videos auch angesprochen und beklagt, dass wir der Zeit hinterherhinken. Der Mensch hätte schon viel weiter sein können. Wie gesagt, ihr könnt das auch als Fantasie oder verrückt abtun. Aber für mich hätten wir schon längst das Universum besiedeln können, anfangen können. Das ist kein Science Fiction, sondern die Möglichkeiten von Biotopen und Einrichtungen, um im Weltall zu überleben, sind nun mal gegeben. Die hätte man schon längst ausbauen können, platzieren können, anbringen können. Man kann auch sowas wie Terraforming stattfinden lassen. Da gibt es verschiedene Formen. Ja, nicht nur, was ihr aus dem Science Fiction kennt, mit irgendwie einem Generator, der alles in die Luft pumpt. Nein, sowas kann man auch über Jahrzehnte hinweg schaffen. Durch eben Bepflanzung und Ansiedlung von, ja, Mineralien und ja, Zuführung von Leben, ja, also eben durch eben pflanzenbiologisch erstmal etwas aufbauen. Natürlich baut sich so eine Atmosphäre über Jahrtausende auf, aber hätte man vor Jahrtausenden angefangen, ne, das ist wieder das Ding. Statt sinnlos Gelder auszugeben und Zeit zu investieren für sinnlose Kriege, für Hetzkampagne, für Flüchtlingsverwaltung, die daraus resultiert, dann das ganze blinde Streben von Geld, ja, wo Geld völlig falsch verteilt wird, wo es keine wirkliche, gerechte Verteilung des Geldes gibt, sondern die Reichen sich immer mehr bereichern an dem, was eigentlich alle gehört und die, die dann unten sind an der Kette, müssen teilweise, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben, im Mülleimer wühlen oder sowas, ja, um noch zu überleben. Gerechtigkeit gibt es da nicht, ja. Und ihr müsst euch nicht wundern, dass eben gewisse Wut hochkommt oder Reaktion, eben auch Aggression. Das gehört genauso zum Leben wie Frieden und Toleranz. Ja. Reaktion.
Resultate. Ja. Ereignisse, die aufeinander folgen, Ereignisse, die etwas provozieren, Ereignisse, die stattfinden. Und das Verhalten ist sehr wichtig, weil die Leute sagen immer zu mir, deine Videos oder geht es nur noch um Verhalten? Ja, geht es. Es geht nur noch ums Verhalten. Ja, es geht rein um das Verhalten. Wie verhalte ich mich als Mensch? Wie verhalte ich mich als Lebewesen gegenüber anderen Lebewesen? Ja, und das sollte schon eben Grundprinzip sein, dass es dort in den Schulen, in den Elternhäusern und in den anderen Einrichtungen für Jugendliche, für Kinder als Bildungsmaßnahme stattfindet. Soziale Bildung halt, soziale, ja, Erziehung. Und wenn dies nicht stattfindet, hat eben die Gesellschaft, zumindest hier in Deutschland, wo es diese Gesetze und Richtlinien gibt, versagt. An ihrer Bildungspflicht haben die Eltern und Lehrer und Erziehungsberechtigte versagt, da diese ja nicht stattgefunden hat seit Jahrzehnten, sondern eben nur blinde Perfektionsausübung, blindes Vorbereiten auf die Arbeitswelt. Ihr befindet euch in einem Zwang aus Lügen, aus Verdrehung und Verblödung. Ja. Und das ist mir auch egal, wer ihr seid, ja. Ich spreche auch, wie gesagt, nicht alle an, die dieses Video mitkriegen. Es gibt durchaus eben Leute mit Verstand und Bildung, die eben auch verstehen, worum es mir geht, die eben auch verstehen, dass es Probleme gibt, die eben auch verstehen, dass man Probleme ansprechen muss. Dann gibt es halt die Leute, die eben nur blind durchs Leben gehen, nur ihre Partys feiern sollen und ja, sich wegsaufen wollen. Mit denen ich sowieso keinen Dialog führen kann, weil da nichts rauskommt, nichts mit Sinn und Verstand. Teilweise dann eben selbst nur rechte Parolen und asozialen Kram von sich geben und damit kann ich nichts anfangen. Ja. Ich kann was anfangen mit sozialen Menschen mit Herz und Liebe, mit Verstand, mit Menschlichkeit noch im Verstand und im Herz. Und denen wird es auch klar sein, worum es mir hier geht und dass wir eben mehr soziale Bildung, sozialen Verstand brauchen, mehr soziales Einbringen, eben auch gerade für unsere Meinungsfreiheit, für unsere mediale Freiheit, dass wir eben auch unsere Rechte und unsere ja, Freiheit schützen und auch vor allen Dingen unsere Würde, ja. Als Menschen. Ja, es passiert so viel Bullshit. Ich könnte jetzt, was weiß ich, einen 3-Tage-Clip machen, ja, nur um den ganzen Bullshit aufzuzählen, der um einen herum in der Welt passiert. Ja. Der nicht sein müsste, wenn wir soziale Bildung und soziale Richtlinien beherzigen würden. Ja. Wir könnten menschlich miteinander umgehen, wir könnten sozial miteinander umgehen, wir könnten mehr füreinander da sein, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Ja, und dafür setze ich mich ein, für ein soziales, menschliches Miteinander. Und dazu muss ich aber auch ganz klar eine Position beziehen, in der ich sage Nein zu eben asozialen und rechten Fehlverhalten, was sich ganz klar immer wieder gegen das soziale, menschliche Miteinander stellt. Ja. Stellt sich gegen das Soziale, gegen das Menschliche. Und dazu muss man Nein sagen. Wir brauchen das Soziale und das Menschliche. Eben auch für nächste Generation, für Kinder und Kindeskinder. Damit wir endlich mal einen Weg einschlagen, in dem nächste Generation weiterkommen und sich nicht immer in einen Kreis drehen aus Gewalt, Hass und Gier. Ja. Ich weiß, da draußen gibt es Leute, die verstehen mich. Die grüße ich auch schön. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die haben ähnliche Schicksalsschläge wie ich erlebt oder schlimmere sogar und müssen damit fertig werden. Genauso wie ich damit fertig werden muss. Und ich habe das Recht, mich zu äußern. Das lege ich auch denen nahe. Ich habe das Recht, meine mediale Freiheit zu nutzen. Und ich kann euch nur nahelegen, macht euer Mund auf, zeigt, dass es nicht Einzelfälle sind, sondern dass eine Menge Scheiße passiert auf der Welt. Ja. Und wir alle
können etwas tun. Wenn es nur ist, die Wahrheit zu sagen. Ich weiß, wie es ist, dass man viel radikalen und auch asozialen Gegenwind erfährt. Klar, weil die es nicht wahrhaben wollen, dass sie wollen auch nicht schuld sein, obwohl sie es sind. Tja. That's life, ne? Und jeder, der mich anpisst oder anscheißt, den kacke ich zu. Ganz einfach. Ja, wie gesagt, ich suche keinen Stress, ich suche keine Probleme. Es gibt halt nur Leute immer wieder, die Stress und Probleme suchen, die auch eben in mein Leben reintreten. Ob es Ämter sind, ob es irgendwelche normalen Menschen sind, die einfach nur ihr Leben eigentlich haben, sich dann aber meinen, über mich zu stellen und mein Leben reinzutreten. Mit meinem Leben hat man eine Menge Scheiße gebaut. Ja, das hat nichts mehr mit Mobbing oder sowas zu tun. Wir sind auch nicht mehr in der Schule, wir sind auch nicht mehr im Kindergarten, wir sind keine Kinder mehr, wir sind erwachsene Leute, ja. Und in der Schule oder sowas hat es wieso keiner gewagt, mich zu mobben, ja. Und ja. Ich kann zum Beispiel nicht klagen über meine Vergangenheit, über meine Jugend und meine Kindheit. Klar, gibt es immer so Ecken, Kanten, wo man drüber reden kann. Aber im Großen kann ich nichts beklagen. Ich habe mein Leben gelebt. Und für mich wäre es auch okay, das genauso zu wiederholen. Weil ich kann zu mir stehen, ich kann zu meinem Wort stehen, ich kann zu meinem Leben stehen. Andere haben mir Scheiße in mein Leben gestellt. Andere haben mir Hürden reingestellt. Andere haben mich weggesperrt, mir meine Wohnung genommen, mir mein Hab und Gut genommen. Ja, das waren andere. Das hat nichts mit meiner Entscheidung im Leben zu tun. Ich würde mich genauso wieder entscheiden, weil ich habe nichts Falsches und kein Unrecht getan. Ja, und ja. Darüber macht euch mal einfach Gedanken, was eigentlich abgeht, ja. Was vor eurer Tür abgeht, ja. Nicht irgendwo in Syrien oder in Sri Lanka oder in Somalia oder was weiß ich, sondern fangt bei eurer Tür an zu gucken, was geht da ab, ja. Und ist das noch richtig so? Der ganze Akku-Rap, der. Die ganze Gewalt und den Hass, die Drogen, den ganzen Scheiß, den ihr da euch anhäuft und auch noch finanziert, unterstützt, ihr jubelt das auch noch ab. Ja, und das ist Bullshit, ja, das ist echter Bullshit. Na, ihr jubelt es ab, wenn Gift auf den Markt kommt, wenn Kinder sterben, wenn Menschen kaputt gehen, ja. Und das ist eben das Problem in dieser Gesellschaft, was ganz klar zu sehen ist, wozu so viele schweigen, die Ohren zu machen, den Verstand nicht brauchen und schon gar nicht irgendwas aussagen wollen. Außer irgendwelche blinden Parolen und ja. Saufgelage. Mehr kommt da nicht zustande. Ja, und damit bleibt die Menschheit stehen in einer Pampe. In einer Pampe aus, wir lachen alle, wir sind alle happy, wir machen alle Party, aber keiner will sich um die Probleme kümmern. Ja, und dann zeigt nicht immer nur auf die Regierung, Frau Merkel oder eben andere, die in der Regierung sitzen, sind nur Aushängeschilder. Ja, sie sollen unser Land präsentieren. Sollen eben auch, klar, sie segnen auch gewisse Sachen ab, aber das soll eben zum Wohl des Volkes sein. Soll es. Da läuft auch viel schief, aber solange sich diese Gesellschaft eben, zum Beispiel hier in Deutschland, nicht einig ist, dass wir soziale Aspekte und Menschlichkeit brauchen, solange wird es auch immer Scheiße geben, auch in der Regierung. Ja. So, Peace und bis bald, euer Lord Titan. Genug geredet.